Ich habe an sich Querflöte gelernt, wie alle Kinder, zuerst Blockflöte, dann Querflöte, Querflöte studiert und bin dann in eine musische Schule gekommen, wo die Querflötenlehrerin sehr schlecht war und ich besser gespielt habe als die Lehrerin und mir das einfach zu langweilig war. Und ich dann zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, die ist so schlecht und das ist so fad für mich. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann überlegt was anderes. Nach Klavier hat mich nicht interessiert, für Klavier üben bin ich zu faul. Was mache ich? Ich lerne singen, da muss ich nichts mitnehmen, da muss ich kein Instrument tragen, das ist super. Habe das gemacht, mehr so aus Spaß. Und dann nach einem Jahr hatte ich eine sehr gute Lehrerin, die an der Staatsoper auch viel gemacht hat und mittlerweile die Kinder unterrichtet in der Staatsoper. Und die dann gesagt hat, naja, und versuch doch und komm zu mir privat und ich bereite dich vor und versuch doch Aufnahmeprüfung machen am Konservatorium und schau mal, wie weit du kommst und kannst dann immer noch Flöte machen, wenn es nichts wird. Ich habe angefangen zu studieren und dann habe ich im Chor gesungen, in der Singakademie, im Konzerthaus. Und habe da ganz riesige Stücke, also Verdi Requiem und so diese großen Missa Solemnis und so Sachen gesungen. Und habe mir dann gedacht, eigentlich Chorsingen, das ist zwar schön und man lernt Sachen kennen und ganz wichtig und zum Zuhören auch toll für die Ohren, aber ich bin jetzt kein Chorsänger. Es ging immer so von einem ins nächste über und Konzerte und haben sich dann so kleine Sachen ergeben und es war so ein Schneeball, also das ist immer so weiterentwickelt. Ich mache eigentlich organisiert, also Tourneen sind von dem Team, vom Regisseur, vom Dirigenten zusammen, die organisieren sich untereinander, da muss ich nicht viel machen. Und Konzerte organisiere ich mir selbst. Meine Eltern sind immer schon in Konzerte sehr viel gegangen und in die Oper und ich war immer als Kind im Musikverein mit und im Konzerthaus und habe das auch gern gehabt, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, ich werde jetzt Opernsänger. Sie war sehr früh ein sehr musikalisches Kind und das merkt man. Und sie hat alles nachgesungen und nachgepfiffen und sie hat, so wie alle kleinen Kinder, angefangen, Blockflöte zu spielen und hat alles, was sie gehört hat, einfach nach Gehör auf der Blockflöte nachgespielt. Was ich früher sportlich gerne gehabt habe beim Reiten, dass ich gerne mich vorbereitet habe auf Europameisterschaften und das geliebt habe, also ganz schlecht war im Trainieren und im Zuhause so und sehr gut war am Turnier und auf Wettkampf, bin ich beim Singen, probe ich sehr gerne und bin ganz schlecht auf, ich messe mich mit anderen. Also ich liebe es zu proben, ich probe sehr gerne. Es ist, glaube ich, auch, also ich habe wenige Kollegen, die gerne proben. Das habe ich meistens sehr gerne, wenn es gute Arbeit ist. Und ich habe es gerne, dass ich keine Wochentage habe. Also ich bin erstens gerne mit Menschen zusammen und habe es gerne, nicht von so ein durchgeplantes Leben zu haben. Also es gibt Tage, da habe ich Konzert, da bin ich, ruhe ich mich aus am Vormittag und schaue, dass ich am Vormittag möglichst wenig mache, vielleicht noch irgendwie laufen gehe vormittag und dann mich einsing und noch was esse lange vor dem Konzert, damit man dann nicht beim Konzert müde ist und so Dinge. Also das ist so ein ganz ein geregelter Tagesablauf. Und dann gibt es Tage, wo ich 3 Proben habe und überhaupt nichts geregelt ist und ich um 7 aufstehe und von einer Probe in die nächste. Das ist das Allerschwerste, dass man den richtigen Lehrer findet zum Beispiel. Also das ist fast schwerer, finde ich, als Singen lernen, ist den richtigen Lehrer zu finden, der dich weiterbringt oder dich mit Menschen zu umgeben, die dir weiterhelfen und dich nicht aufhalten oder dir auch noch die Energie rauben. Das ist fast schwerer. Und das war am Anfang natürlich. Und du denkst dir, das geht und so und das ist der falsche Lehrer und dann kommst du drauf, dass du im Prinzip, weiß ich nicht, 1 Jahr, 1,5 Jahre genau gegen deine Entwicklung gearbeitet hast. Also, dass du nicht weitergekommen bist, sondern ganz im Gegenteil auch noch zurückgefallen bist und das ist dann ganz hart und in einem Alter, wo man überhaupt noch nicht jetzt eine gefestigte Persönlichkeit ist und überhaupt ein gestandener Mensch ist, sondern wo man eh unsicher ist und auch noch mit dem Singen unsicher ist und mit seiner Technik, das ist dann ganz, ganz schwierig. Das war immer meine Familie, die immer gesagt haben, es ist super und auch wenn es ganz schrecklich waren, Konzerte, die sind im Konzert gesungen, nein, das war super und ganz, aber das ist auch wichtig, also man braucht das auch, dass man sich nicht nur denkt, oh Gott, jetzt findet sogar meine Mutter schrecklich, also boah, was mache ich da? Die fanden das immer super und dann eigentlich so meine besten Freunde, die auch immer
immer da waren und immer gesagt haben, nein, und toll, und tolle Stimme, und mach das, und immer noch, also es ist bis heute so. Und dann, mittlerweile ist es jetzt meine Lehrerin, die ich jetzt seit fast 5 Jahren habe, die sehr wichtig ist und sehr ehrlich ist, was am Anfang sehr hart war, aber die, wo ich einfach weiß, die kann ich anrufen in der Nacht und kann sagen, oh, ich habe das und das Problem, was soll ich machen? Und ich weiß, die steht auf, überlegt sich was und das stimmt und das funktioniert einfach. Und das ist ganz wichtig, dass man sich auf so Leute verlassen kann. Also das braucht man auch. Wir haben uns durch Zufall gefunden. Ich hatte eben eine Krise am Konservatorium. Das war, ging eigentlich fast gar nichts mehr. Das war ziemlich furchtbar. Und da gibt es so wie eine Übertrittsprüfung, wo man den ersten Abschnitt beendet und dann in den zweiten Abschnitt kommt. Und vor dieser Prüfung war ich und es ging nichts mehr. Und mein damaliger Lehrer, der an sich sehr gut ist und den ich gerne mag, aber wir einfach nicht zusammenpassen, technisch nicht zusammenpassen und auch nicht arbeiten können zusammen, der hat dann gesagt, ich kann dir nicht mehr helfen, du musst zu wem anderen gehen, irgendwie 3 Wochen vor der Prüfung. Und da hat sie, weil sie auch Mezzosopranistin ist und Altistin ist, dann gesagt, na gut, probieren wir es, wenn es nicht funktioniert. Also schlechter kann es nicht werden, wir haben quasi nichts zu verlieren. Und so sind wir mehr oder weniger zusammengeschweißt worden und das hat gut funktioniert bis heute. Meine Lehrerin sagt immer, es ist alles nur Mund aufmachen und das stimmt schon. Also es ist immer nur eine Geschichte erzählen und singen kann im Prinzip jeder, also es kann jedes kleine Kind kann singen, man verlernt es nur mit der Zeit und man muss lernen, diese natürlichen Instinkte wieder zu bekommen und zu merken, erstens mit der Sprache, dass es ganz wichtig ist. Mein Italienischlehrer hat immer gesagt, man muss zuerst die Texte italienisch sprechen, bevor man sie nicht sprechen kann, braucht man gar nicht singen, also das braucht man gar nicht anfangen. Also ich hasse es, auf eine Bühne zu gehen und nicht sicher zu sein. Das ist schon in einer Probe furchtbar, aber in einer Vorstellung für mich undenkbar. Also nicht zu wissen, jeden Schritt, den ich mache, der ist in mir drinnen und jeder Ton ist da, wo er sein soll. Das ist, weil man ist nicht frei. Ich habe gern dann alles nach diesen ganzen Proben vergessen und um mich herum diese ganze Hektik, die man vorher hat, weg. Und dann kannst du in eine Vorstellung gehen und das genießen und frei sein. Wenn du das nicht hast, dann wird es sehr schwierig. Also in dem Moment, wo man unsicher ist, wird es sehr unangenehm. Also ich habe immer gesagt, der Mensch, der, wo ich jetzt ein Fan bin, muss erst erfunden werden, weil ich das immer ganz schlecht oder schlecht, aber ungesund finde, wenn man Leute nachmacht oder wenn man jetzt Rollen nacheifert. Es gibt viele Kollegen, die dann sagen, das ist die Traumrolle und die ihr ganzes Leben lang auf diese Rolle hin und wenn es dann vorbei ist, was dann? Eine Rolle anzunehmen ist einfach, sich die Partitur als allererstes zu nehmen, die Noten anzuschauen und sagen, ist es technisch für mich möglich? Also bevor ich überhaupt den Mund aufmache, muss ich mir die Noten anschauen, die Anforderungen anschauen. Meine Lehrerin hat das immer gesagt, hat immer gesagt, Singen ist ein Hochleistungssport und das ist auch so. Also wenn man nicht fit ist und nicht diszipliniert ist und nur ausgeht und auf Partys geht, dann wird man keine Freude haben beim Proben. Ich singe zum Beispiel gar nicht ungern bei Events, weil man da die Leute so bekommen muss, die ja jetzt kein klassisches Publikum sind und da drin sitzen eigentlich mit überhaupt keiner Erwartung und eigentlich ihren Champagner trinken wollen und jetzt gar nichts. Und das finde ich immer ganz spannend, diese Leute quasi auf deine Seite zu ziehen oder die dafür zu interessieren, dass sie jetzt eine Arie hören. Mich persönlich muss es wurscht, ob das ein Sänger ist oder ein Stück berühren. Wenn mich das nicht berührt, kann das noch so eine tolle Musik sein oder noch so, ich weiß nicht, hohe Töne, tiefe Töne. Wenn es mich nicht berührt, dann brauche ich es nicht. Also ich höre auch in der Oper ganz selten Dinge, die mich berühren. Und wenn das so ist, dann bin ich aber wirklich am Boden. Also dann liege ich flach am Bauch vor demjenigen,